So, da bin ich wieder und es tut mir richtig leid, aber ich muss jetzt einige Illusionen zerstören, die ihr wahrscheinlich seit eurer Kindheit habt. Und die erste Wahrheit, die ist richtig hart. Ich hoffe, ihr sitzt und ich hoffe, ihr könnt das verkraften, aber den Weihnachtsmann, den gibt's gar nicht. Hohohoho. Ja, aber das ist nicht die einzige Wahrheit über Weihnachten. Mehr Wahrheiten jetzt. Was feiern wir denn an Weihnachten eigentlich? Genau, wir feiern die Geburt von Jesus. Jesus ist der Sohn Gottes und er kam, das wissen wir natürlich alle, am 24. Dezember beziehungsweise die offizielle Version am 25. Dezember auf die Erde und zwar genau im Jahr 0. Ist aber leider falsch. Jesus, dessen Existenz mittlerweile übrigens wissenschaftlich erwiesen ist, Jesus kam auch nicht im Dezember auf die Welt, denn wenn wir mal in die Bibel schauen, da steht, ein Engel ist den Hirten auf dem Feld erschienen. Jetzt ist es so, dass es auch in Jerusalem im Dezember ziemlich kalt ist, da geht kein Hirte mehr mit seinen Schafen vor die Türe. Das bedeutet, diese Geburt kann nicht im Dezember stattgefunden haben, sondern höchstwahrscheinlich war sie schon im Herbst oder im Spätsommer, eventuell auch so Richtung März, April. Aber garantiert nicht am 25. Dezember. Und zu dieser Zeit war es auch überhaupt nicht üblich, dass Geburtstage gefeiert werden. Also Jesus selbst hätte es vermutlich gar nicht so toll gefunden, wenn man seinen Geburtstag in jedem Jahr großartig gefeiert hätte. Die Frage ist, warum feiern wir dann und warum feiern wir genau am 25. Dezember und am 24. Dezember und am 26. Dezember? Das hat mit der Gründungsgeschichte der Kirche zu tun. Denn die ersten Christen, die waren noch eine Minderheit. Die haben an einen Gott geglaubt, das war nicht so wirklich angesagt. Die meisten Menschen haben an verschiedene Götter geglaubt. Die ersten Christen wollten aber, dass sie immer mehr werden. Was haben sie also gemacht? Sie haben versucht, andere Menschen zu sich zu ziehen. Die anderen Menschen haben aber gesagt, warum sollten wir dann an euren Gott glauben? Was haben wir denn davon? Die Christen haben überlegt und gedacht, naja, was kann man da machen? Und haben gesagt, okay, ihr dürft eure wichtigsten Feiertage behalten. Und jetzt ratet mal, in welchem Zeitraum diese wichtigsten Feiertage lagen. Genau, der 25. Dezember. Am 25. Dezember haben die Germanen ihr Mitwinterfest gefeiert. In Persien zum Beispiel wurde die Geburt des Sonnengottes Mithras gefeiert. Übrigens eine Weiterentwicklung des babylonischen Gottes Nimrod, der auch Baal genannt wurde und der in der Bibel scharf kritisiert wurde. In Rom, im alten Rom, wurde ein Friedensfest am 25. Dezember gefeiert. Viele Gründe, die die ersten Christen dazu bewogen haben, zu sagen, okay, wir nehmen den 25. Dezember als Tag der Geburt Jesu. Die Wahrheit ist, in der Bibel steht überhaupt nicht drin, an welchem Tag Jesus geboren wurde und es steht auch überhaupt nicht drin, in welchem Jahr. Das wurde im Nachhinein dazu gedichtet. Ach so, und übrigens, apropos Bibel. Josef hatte garantiert keinen langen weißen Bart und Maria ist auch nicht als alte Frau gebückt durch die Gegend gekrochen, wie man das in Krippenspielen immer wieder sieht. Die beiden waren höchstens 16 oder vielleicht auch 17 Jahre alt. Das ist die Wahrheit. Und wenn ihr mehr zur Wahrheit der Weihnachtsgeschichte wissen wollt, dann schaut euch mal dieses Video hier von mir an. Da geht es um die Krippenspiellüge, also das, was uns in Krippenspielen immer wieder komplett falsch erzählt wird. Okay, wenn schon das Datum und Krippenspiel und solche Dinge nicht viel mit Weihnachten zu tun haben, dann doch wenigstens das Symbol für Weihnachten schlechthin, der Weihnachtsbaum. Nein, leider auch nicht. Auch der Weihnachtsbaum ist ursprünglich ein Symbol des Anbetens fremder Götter. Schon die alten Römer haben zum Anbeten ihrer Götter am Friedensfest Tannenzweige aufgehängt und diese Tannenzweige mit roten Beeren geschmückt. Und auch aus anderen Kulturkreisen kennt man den Brauch, Zweige aufzuhängen oder ganze Bäume aufzustellen und die dann zum Schmücken zu Ehren der Götter. Immerhin muss man sagen, dass der Weihnachtsbaum, wie wir ihn heute kennen, also ein Tannenbaum, der mit irgendwelchen Dingen behängt wird, aus dem Elsass kommt. Im 16. Jahrhundert standen dort die ersten Tannenbäume, die ersten Weihnachtsbäume rund um Weihnachten herum. Dass der Weihnachtsbaum seinen Ursprung bei fremden Religionen und beim Anbeten fremder Götter hat, das wusste übrigens auch die katholische Kirche und hat es bis vor ungefähr 100 Jahren verboten, dass Weihnachtsbäume in ihren Kirchengebäuden aufgestellt werden. Und dann ist dann ja noch dieser Mann mit dem dicken Sack und dem breiten Grinsen. Nein, nicht Dieter Bohlen. Klar, es geht um den Weihnachtsmann. Der Weihnachtsmann hat definitiv seinen Ursprung in einer christlichen Tradition. Er geht zurück auf den heiligen Sankt Nikolaus, der ungefähr im 4. Jahrhundert in der heutigen Türkei sehr großzügig war und für Schenken stand. Dann hat sich das so weiterentwickelt, dass die frühe Kirche das aufgegriffen hat und gesagt hat, wir nehmen Weihnachten zum Anlass des Schenkens und der Nikolaus, der steht dafür. Später hat sich daraus dann noch der Weihnachtsmann entwickelt, zum Teil aus Bräuchen aus den Niederlanden, aus Schweden,
auch aus Deutschland. Die Amerikaner haben das Ganze dann perfektioniert, genau gesagt Coca-Cola. Die haben nämlich dem Weihnachtsmann sein heutiges Aussehen gegeben. Also eine urchristliche Tradition. Naja, wahrscheinlich nicht so ganz. Der Autor Thomas Hauschild zeigt in seinem Buch Der Weihnachtsmann, die wahre Geschichte, sehr gut auf, dass der Weihnachtsmann eigentlich so eine Art Konglomerat aus verschiedenen Religionen und Kulturen ist. Thomas Hauschild hat herausgefunden, dass in China und der Mongolei schon lange, lange vor der Geburt Jesu Gestalten existiert haben, Götter existiert haben, die dem heutigen Weihnachtsmann sehr, sehr ähnlich sehen. Die haben einen langen weißen Bart und einer dieser Götter, der Gott des langen Lebens, Xiu Xing heißt er, der hat auch immer einen Hirsch bei sich. Also da ist natürlich die Verbindung zum Rentier relativ nahe. Und auch die Germanen hatten einen Weihnachtsmann-ähnlichen Gott, nämlich Odin der Wanderer. Und auch Odin sieht dem Weihnachtsmann sehr ähnlich aus. Plus Mithras, der Sonnengott der Perser, von dem ich euch vorhin schon erzählt habe, der wurde immer wieder mit einer Zipfelmütze auf dem Kopf abgebildet. Also auch hier sehr verdächtige Ähnlichkeiten zu Weihnachtsmann. Und der heutige Weihnachtsmann, der ist wohl doch nicht nur auf den heiligen St. Nikolaus zurückzuführen. Und heute hat der Weihnachtsmann sowieso nichts mehr mit der Geburt Jesu zu tun, genauso wenig wie der Nikolaus. Diese beiden Gesellen stehen eigentlich nur noch für Konsum und für den Kauf von Geschenken. Die Wirtschaft profitiert extrem davon. Allein die Spielwarenindustrie hat im Jahr 2013 ein Drittel ihres Jahresumsatzes in der Weihnachtszeit gemacht. Was bedeutet das also? Das bedeutet, wir feiern an Weihnachten die Geburt eines Mannes, der gar nicht an diesem Tag geboren wurde, plus der es wahrscheinlich gar nicht so toll gefunden hätte, dass man seinen Geburtstag feiert. Außerdem haben wir an Weihnachten Bräuche, die aus verschiedenen Religionen und Kulturen zusammengeklaut wurden und die oft in Verbindung mit dem Anbeten fremder Götter stehen. Und am Schluss geht es sowieso immer nur ums Geld.